Und herzlich willkommen, ich bin Ipanex und ich begrüße bei mir den Floopy. Hallo. Und wir machen jetzt weiter. Wir bestatten Lana Beniko. Nein, bestatten Lana Beniko mal Bericht und gucken, was sie uns so zu sagen hat, wa? Würde ich auch sagen. Ich würde aber auch sagen, dass wir die jetzt mal reden lassen, weil irgendwie haben wir Probleme mit der Aussprache heute. Voll. Wieso muss ich jetzt in deine Phase rein? Da wollte ich gar nicht rein. Ach Mist. Ja, Lana Beniko, die alte Tante da, die hat bestimmt wieder was zu meckern, wie immer. Oh, ich habe Post. Das zweite Mal jetzt. Ich auch. Richie scheint gut für Postboten zu sein. Kann die schon anklicken. Ich auch. Was wissen wir über die Aggressor? Ziemlich wenig, fürchte ich. Irgendjemand hat sich als letzten Ausweg die Mühe gemacht, große Teile der Daten zu beschädigen. Die reinste Katastrophe. Wir finden Bruchstücke, aber nichts Zusammenhängendes. Das Einzige, was immer wieder auftaucht, ist die bereits von Margok erwähnte Mandalorianerin, die die Flamme genannt wird. Was ist mit ihr? Nun, wie es scheint, hielten die Flamme und Margok früher mal zusammen wie Pech und Schwefel, aber dann ist irgendwas passiert. Es hatte etwas mit den Revanitern zu tun. Ich kenne die Einzelheiten nicht, aber es sieht so aus, als hätte die Flamme ihren gesamten Clan auf eine andere Insel hier auf Rishi verlegt. Ich habe die Koordinaten. Es muss doch bessere Hinweise geben als eine Insel voller Mandalorianer mit unklaren Motiven. Mehr haben wir zurzeit leider nicht, also muss es reichen. Wenn ich noch etwas anderes finde, wird Jakaro sich das näher ansehen. Ich schicke Jakaro auf einen Spähflug. Ich habe mit den Einheimischen Vereinbarungen bezüglich eures Transports getroffen, falls er nicht rechtzeitig zurück ist. Wow, ihr habt mehr getan, als ich gedacht hätte. Beschafft so viele Informationen wie möglich von den Mandalorianern. Mit etwas Glück führen sie uns zu den Revanitern. Dunkler Lord, Moff Pyron erstattet Bericht. Was habt ihr für mich, Pyron? Eure Schülerin Ashara hat mir vom Revan-Orden berichtet. Wir suchen unauffällig nach Verrätern in unseren Reihen. Gut. Ich habe außerdem einen Bericht über aktuelle Militäroperationen vorbereitet, wenn ihr gestattet. Ich werde mich kurz fassen. Im Rahmen der Zillanon-Kampagne koordiniert Darth Maar die gemeinsame Armada mit minimalen Verlusten. Das wirft allerdings ein Problem auf. Unsere Auslöscher bleiben hinter den Erwartungen zurück, da die Republik sich taktisch und technologisch angepasst hat. Wir könnten die Auslöscherkanonen weiter verbessern, aber dann würde ihr Strahlungsausstoß vermutlich unsere eigenen Schützen töten. Sollen wir fortfahren? Wenn unsere Männer sterben, dann wenigstens ruhmreich in meinem Namen. Fahrt mit den Verbesserungen fort. Ja, dunkler Lord. Dann ist da noch die Sache mit Alzar. Darth Ravage glaubt noch immer, dass die Einheimischen wertlos sind und expandiert zunehmend in ihr Gebiet. Eure Aufseher auf Korriban glauben, dass die Alzarianer zu Sith ausgebildet werden könnten. Aber sie jetzt zu rekrutieren, könnte Ravage zu eurem Feind machen. Soll Ravage beim nächsten Treffen des Rats heulen? Das Imperium braucht Verbündete, keine aufgebrachten Kolonien. Wie ihr wünscht. Einen letzten Punkt gibt es noch zu besprechen. Ich weiß, dass ihr auf Rishi seid und normalerweise würde ich euch nicht mit Belanglosigkeiten behelligen, aber... Sprecht, Pyron. Ihr habt dort einen Diener namens Lord Vael. Wie viele andere bittet auch er bereits seit eurem Aufstieg um eine Audienz. Er möchte den Grund nicht nennen und auch mit niemand anderem reden. Aber Thanaton scheint ihn sehr zu schätzen. Er erhielt signifikante Mittel für seine Forschungen. Haben wir irgendwelche Informationen über das, was er hier auf Rishi macht? Vael wurde zum Erforscher exotischer und arkaner Dinge ernannt. Einige eurer Forscher tragen diese Bezeichnung. Ob Vajels Arbeit nun von produktiver oder, wie manch andere alte Projekte, von rein exzentrischer Natur sind, kann ich nicht beurteilen.
Wo finde ich ihn? Ich übermittle die Koordinaten. Vielleicht kann einer eurer Archäologen Vajels Arbeit besser beurteilen. Dann dürft ihr nun wegtreten. Mein Leben für das eure, dunkler Lord. Auf Wiedersehen. Ja, ich habe noch ein schönes Gespräch mit meinem imperialen Kommandeur gehabt. Ja. Der nebenbei ein bisschen was noch zu erzählen hatte. Ja. Mein Leben für das eure, dunkler Lord. Nimm Talos Drellik mit und sprich mit Lord Vajel. Ich würde sagen, wir machen das jetzt, weil danach müssen wir den Flashpoint Blutjagd starten. Ja. Was hat er gesagt, ich soll Talos Drellik mitnehmen, ja? Ich hoffe, ich habe euch nicht enttäuscht. Ja, ich weiß, Ashara, du brauchst Ruhe. Dann gucken wir mal. Ja. Er ist offline. Ah. Das hat sicher wehgetan. Da ist er weg. So, wo müssen wir denn da überhaupt hin? Erstmal gucken hier. Der Typ ist da bestimmt 10 Kilometer weit weg. Nee, ist er nicht. Wir kommen mit dem Gleiter dahin. So ein bisschen du, ey. Ich bin hier hochgelatscht. Ah, da, ja. da ist er. Du weißer Kerl auf der Mondschein-Break, gibt's denn auch in Schwarz? Das wäre geil. Ey, weißt du, was ich auf Elora haben will? Flügel der Architektin. Die ja, Kirami die sind, auch hat, weißt du? Die sind geil, die ja. Aus der Nightmare-OP. Aber das wird schwer, das wird viel Arbeit und es ist gegen 7 andere Leute zu würfeln. Oder halt 7 IDs zu verballern. Ja. Ja. Das heißt, ich müsste aber erst 7-mal mit jemand anderem da rein, damit ich das 8. Mal mit Laura die Dinger auf jeden Fall sicher habe. Das ist ein ganzes Stückchen Arbeit, den Schreckensrad 8-mal umzulegen. Ja, dann mach doch mal. Ja, dann mach doch mal, genau. Umso schneller du anfängst, umso schneller bist du fertig, ne? Das stimmt. Wolltest du den nicht auch haben? Boah, das ist mir zu viel Arbeit. So, so, ist das. Das ist Inquisitor-Phase. Du bist nicht qualifiziert beizutreten, hä? Hä? Aber ich bin einer. Ich habe Vajels Namen schon mal gehört, aber bin wir sind uns nie begegnet. Mhm. Auf was ist er hier wohl gestoßen? Darth Nox, unvergänglicher Lord der Finsternis. Es ist mir die größte Ehre, euch auf Rishi willkommen zu heißen. Ich habe schon Zweifel bekommen, aber ich war ein Narr. Ihr habt euch ein Publikum gewünscht und hier bin ich. Der Bergungsdienst wird euch beobachten. Bei meinem Leben, ich werde euch nicht enttäuschen. Ich wurde vor 30 Jahren hergeschickt. Nicht nach Rishi selbst, aber um am Rand des Rishi Maze, der faszinierenden Zwerggalaxis, zu stehen. Tausende von unerforschten Welten jenseits der bekannten Hyperraumrouten. Mein Meister gab mir den Auftrag, die dunklen Sterne zu beobachten. Ihr hattet diese Stelle schon lange vor Thanaton inne. Wem habt ihr gedient? Vor seinem Aufstieg bin ich Darth Arctis gefolgt. Aber meine Loyalität gehört dem Imperium. Darf ich fragen, was eure Forschung aufgedeckt hat? Ich habe eine Tiefenraum-Kommunikationsanlage gebaut, um zu beobachten, zu lauschen und zu versuchen, Kontakt mit den Maze-Bewohnern aufzunehmen. Und ich habe Signale empfangen, Nachrichten in einer uralten, kaum übersetzbaren Sprache. Sie enthält Wörter der Sith, Rakata und Gree. Die Nachrichten enthielten Anweisungen, um die Kommunikationsanlage zu verbessern und zu modifizieren. Selbst ich weiß nicht, über welche Funktionen die Anlage jetzt verfügt. Diese Modifikationen, diese Technologie, haben die Nachrichten angedeutet, wofür sie gedacht sind? Nur, dass uns die Technologie einen großen Segen gewähren würde. Mehr habe ich nicht erfahren. Fremde Maschinenverbesserungen. Jetzt wissen wir, wohin das Geld des Bergungsdienstbudgets geflossen ist.
Der Kontakt ist vor ein paar Jahren abgebrochen. Aber ich glaube, die Anlage wartet nun auf eure Ankunft. Sie wartet auf mich? Die letzte Nachricht sagte, dass die Anlage jemanden braucht, der zweimal verwandelt und durch die Mutter wiedergeboren wurde. Verwandelt? So wie damals auf Balmorra und durch die Korruption der Sith-Geister. Und dann wurdet ihr durch die Muttermaschine auf Belsarvis wiederhergestellt. Faszinierend. Eine ferne Spezies hat euch erwartet, dunkler Lord. Sei es durch eine Prophezeiung oder aus biologischen Gründen. Ihr könntet die Anlage aktivieren und herausfinden, welchen Zweck sie hat. Ob uns das Schicksal oder der Zufall hergeführt hat? Jetzt bin ich hier und ich lasse mir ein gutes Geheimnis nicht entgehen. Ich untersuche eure Maschine. Wartet auf meine Rückkehr. Ja, dunkler Lord. Das werde ich. Beim Bergungsdienst gibt es ein Sprichwort. Die Vorsichtigen lernen, die Mutigen werden erleuchtet. Das ist äußerst interessant, finde ich. Ja. Also das scheint wirklich sehr, sehr interessant zu sein. Ich will die Anlagen haben. Wo sind die? Wo sind die? Ach, die sind ganz in der Nähe. Das ist ja cool, dann machen wir das doch schnell. Ja. Das ist wirklich sehr interessant. Das ist ein Teil der Inquisitor-Story, die mir bisher völlig entgangen ist. Ja, ich habe ja auch noch keinen Hook gespielt, ist ja mein erster. Außer meine Tirana, aber die hat das hier komplett übersprungen. Ah, guck mal an, das da ist also eine dieser Anlagen. Im Kampf nicht möglich. Los damit! Befehl vom imperialen Bergungsdienst. Hey. Ich bin abgehoben. Ich auch. Zählt nicht. Warum geht das nicht? Warte. Krass. Das klang nach Green. Hast du jetzt? Ja, bei mir hat er jetzt gesagt, genetischer Fluss analysiert. Der Tesserakt ist Furcht, Identität bestätigt. Die Lebensspanne des dunklen Lords verlängert sich um einen Sonnenzyklus. Ja, und du hast jetzt aktiviere Anlage 1 von 4? Ja, hab ich. Boah, ich nicht. Oh, das ist ja ärgerlich. Du bist nicht qualifiziert. Ich weiß nicht, was hast du denn gedrückt? Was hast du denn ausgewählt? Ich hab das auch ganz normal angeklickt. Nur. Genetischer Fluss analysiert. Der Tesserakt ist Furcht. Identität bestätigt. Die Lebensspanne des dunklen Lords. So, jetzt hab ich's auch. Ja, der am Weinen ist, ey. Ich weiß nicht, hast du das bei mir auch gehört? Nee. Ja, du warst gerade voll am Rumheulen. Zu geil, echt zu geil. Also das gefällt mir richtig gut, das ist definitiv Gree. Ich warte hier auf dich. Warte, bis das Ding respawned ist. Ich will wissen, ja, wie es weitergeht. Sehr, sehr spannend. Die Lebensspanne des dunklen Lords verringert sich um einen Sonnenzyklus. Das wäre ein Jahr, ne? Ja. Da geht's. Genetischer Verfall analysiert. Erlösen oder vernichten. Identität bestätigt. Die Lebensspanne des dunklen Lords verlängert sich um einen Sonnenzyklus. Ah. Weiter geht's zur nächsten Anlage. Genau. Dem, 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 dem. Ich hab noch keinen Plan, wo es hier lang geht, aber was soll's. Oben scheint noch irgendwie ein Weg zu sein, der zur nächsten Anlage führt. Wunderbar.
Einfach nur krass. Jetzt haben sie gerade die Mutter analysiert. Ach Mist, jetzt habe ich dich gespoilert. Entschuldigung. Macht nix. Oh, wer kämpft denn jetzt da, ey? Ja, ach, Talos Relic war im Kampf und dadurch konnte ich das Ding nicht aktivieren, ey. Das ist ja ätzend. Ich habe die andere Maschine auch schon aktiviert. Ja, dann ist ja bereit, wenn ich da hinkomme. Ja, das ist klar. Man soll dann anschließend für den Typen analysiert. Jemand muss geopfert werden. Identität bestätigt. Die Lebensspanne des dunklen Lords verlängert sich um einen Sonnenzyklus. Ah, du hast ihn fertig, dann kann ich den Typen hier angreifen. Der steht mir nämlich ein bisschen im Weg. Okidoki, wo müssen wir hin? Zurück zu dem Kerl, zu diesem Lord Vale. Okidoki. Bin ich echt mal gespannt. Mein Leben hat sich jetzt um 4 Jahre verlängert. Also 4 Sonnenzyklen. Irgendwas hat mich gerade gebufft. Gebufft? Wo bleibst du denn? Komm schon, Meister. Ich eile. Meister der Macht, eile mit Weile, eile schneller. Na, da ist er ja. Der Mondschein-Break, der ist nicht zu übersehen. Ja, herrlich, oder? Das ist eine richtig schöne Ansage jetzt gewesen. Hat mir gut gefallen. Also war definitiv Gree, oder? Denke ich, ja. Es sah sehr danach aus. Klang es hörte sich so an. Ja. Aber richtig gut gemacht. Also das gefällt mir wirklich gut. Ist das jetzt eigentlich Dory vom Inquisitor, oder was ist das? Ja, ich verstehe das gerade nämlich auch nicht, weil... Keine Ahnung. Ja, warte, da gucken wir doch einfach mal. Geheimnisse der dunkelsten Sterne. Klasse ist das. Tatsächlich. Krass. Lord Vael. Lief alles zu eurer Zufriedenheit, mein Sith Lord? Hat die Anlage auf euch reagiert? Die Lebensspanne des dunklen Lords verlängert sich um einen Sonnenzyklus. Versteht ihr, was das heißt? Also, ist es wahr? Was soll wahr sein? Es ist wahr. Arxis hat daran geglaubt, Thanaton hat daran geglaubt. Aber ich hatte meine Zweifel. Ich habe gefürchtet, euch falsche Hoffnungen zu machen. Die Maschinen wurden gebaut, um die Lebenserwartung zu steigern. Verjüngung auf Zellebene. Bei allen anderen, ohne eure bewegte Vergangenheit, wäre der Prozess sicher fehlgeschlagen. Aber ihr, dunkler Lord, diese Maschinen haben euch Monate oder Jahre geschenkt. Einen Vorgeschmack auf die Unsterblichkeit. Ein Vorgeschmack auf die Unsterblichkeit. Ich habe auf eine solche Gelegenheit gewartet, aber ich verlange mehr als ein paar weitere Atemzüge für meinen Lebensabend. Natürlich, natürlich. Dann stellt mir die Mittel zur Verfügung, um euren Wunsch zu erfüllen. Gebt mir Armeen, um diese Welt zu befrieden. Gebt mir Wissenschaftler, um die Maschinen zu replizieren,
Gebt mir Flotten, um die Zwerggalaxis zu erforschen. Jetzt wissen wir es. Der Schlüssel zu eurem immerwährenden Ruhm liegt hier. Wir müssen ihn nur finden. Mein Sith Lord, ich habe Bedenken, was dieses Vorhaben angeht. Ihr seid hier, um mich zu beraten. Beratet mich. Die lange Suche nach Unsterblichkeit führt immer wieder in den Abgrund. Ihr habt das bei eurer ersten Meisterin selbst gesehen. Wer wird Sesh noch zu den großen Sith zählen, nachdem sie ihre ganze Kraft in einem fruchtlosen Unternehmen vergeudet hat? Und gerade jetzt ist das Imperium mehr als zuvor auf eure Unterstützung angewiesen. Ich nehme euren Rat zur Kenntnis, aber ich bin nicht Sesh. Lord Vael, Moff Pyron wird euch so schnell wie möglich mit den nötigen Truppen versorgen. Haltet mich über alle Fortschritte auf dem Laufenden. Ja, dunkler Lord. Und wenn ein Jahr und 1000 Männer nötig sein werden, um euer Leben einen Monat zu verlängern, dann soll es so sein. Gut, nun muss ich wieder ein Imperium anführen und mich um Krisen kümmern. Lang lebe Darth Nox. Lang sollt ihr leben. Ja, schön, abgeschlossen. Tiefenkontakt. Das war das erste Mal, dass ich das abgeschlossen habe. Lass mich das mal kurz im Vermächtnis gucken. Ja. Wo ist denn das Tief? Geheimnisse der dunkelsten Sterne. Ah, das ist dieser da. Cool. Wir haben tatsächlich die Klassenmission schon abgeschlossen hier. Ja. Ich muss Platz in meinem Inventar schaffen, sonst kann ich... Ja, mein ganzes Inventar ist komplett voll. Ja, meins auch. Also Leute, das war eine sehr spannende Story. Die dunkelsten Sterne sind ein sehr interessantes Quest. Vor allem, wenn man es noch nicht gemacht hat. Jetzt habt ihr es ja gesehen, wir haben euch gespoilert, haha. Egal. In der nächsten Folge gehen wir in den Flashpoint Blutjagd. Ich hoffe, ihr seid dabei. Viel Spaß beim Zugucken. Und du nimmst mich auch wieder mit, oder? Ja, mache ich. Ja, prima. Dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.